Mein Name ist Elke Tersch. Ich bin seit 2007 als Luftsicherheitsassistentin am Frankfurter Flughafen tätig. Die FRASIC ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Fraport AG mit 3600 Beschäftigten. Die Aufgabe des Luftsicherheitsassistenten ist die Passagierkontrolle von Gepäck und die Passagiere selber. Für die Arbeiten des Luftsicherheitsassistenten sollte man Teamfähigkeit mitbringen. Man sollte offen sein für die ganzen Nationen, die hier aufeinandertreffen. Man sollte kontaktfreudig sein. Man muss ja auf die Leute zugehen, sie ansprechen. Die Ausbildung findet im FRASIC, einem Bildungszentrum, statt, durch qualifiziertes Personal. Man wird in einer 6-Wochen-Schulung auf die Prüfung bei der Bundespolizei vorbereitet. Die Arbeit ist für mich deshalb so interessant bei der FRASIC, weil die FRASIC ein großes Unternehmen ist, einen sicheren Arbeitsplatz beinhaltet. Die Luftsicherheit wird es immer geben, wird immer gebraucht werden. Die FRASIC ist Mitglied im Sicherheitsverband und zahlt ein tarifliches Monatsentgelt. Ich habe mich für die Arbeit am Frankfurter Flughafen als Luftsicherheitsassistentin entschieden, weil ich eine Arbeit im Schichtdienst gesucht habe, um bewusst eben auch unter der Woche frei zu haben. Dieses ganze Flair vom Flughafen, diese ganze internationale Atmosphäre, mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen, das war mir wichtig.